Hallo liebe Zuschauer, ich bin der Kim. Ich bin die Sina. Und wir trauen uns heute nach Hannover in die Limmerstraße 16. Hier steht nämlich schon seit 5 Jahren das erste Chili-Fachgeschäft Niedersachsens und auch Deutschlands, das Pfefferhaus. Hier gibt es nicht, wie der Name vielleicht vermuten lässt, jede Menge Pfeffer. Nein, hier ist jeder scharf auf Chili. Und wir stellen uns heute der Herausforderung Mann gegen Frau. Wer mehr verträgt, der gewinnt. Ich bin gespannt, wir gehen einfach mal rein. Ich bin die Sina. Hi, Dennis. Moin, ich bin Kim. Dennis. Wir wollen uns mal ein bisschen bei dir ausprobieren, geht das? Das geht auf jeden Fall. Sehr schön, aber vorweg, wie kommst du überhaupt darauf, so ein Chili-Fachgeschäft aufzumachen? Ach, das ist natürlich ein Eigeninteresse. Ich esse selber sehr, sehr gerne scharf und bin eigentlich Mediengestalter. Ich habe dann angefangen, nebenbei so einen kleinen Online-Shop zu machen und ein paar Sachen zu importieren, einfach weil ich es auch selber gerne essen wollte. Und mittlerweile macht mir das sowieso mehr Spaß als mein eigentlicher Job und seit 2007 gibt es den Laden hier. Und der ist vollgestellt mit bunten, gefährlich aussehenden Soßen. Aber wir wollen nicht länger schnacken, wir wollen Chili essen. Die Feigen-Senfsoße liegt bei 4.000 bis 5.000 Scoville. Immerhin, das ist der Schärfegrad einer durchschnittlichen Tabasco-Soße. Ab jetzt soll es aber deutlich härter werden. Die More Fire Hot Sauce liegt schon bei rund 35.000 Scoville. Sina und ich halten noch wacker dagegen. Also das andere war dann doch appetitlich, ja? Ich kann weitermachen. Mit der nächsten Soße, dem Scared Elephant Sambal, werden, wie es der Name schon verrät, in Indien Elefanten vertrieben. Sie erreicht auf der Scoville-Skala die 60.000er-Marke. Nicht gerade eine beruhigende Tatsache. Das braucht immer so ein bisschen, bis sich das entwickelt. Also. Mhm. Merkt das gerade? Also im Moment muss ich sagen, machst du mir ein bisschen einen fitteren Eindruck. Warten wir mal einen Moment ab, ne? Doch jetzt wird's ernst. Die Yellow Habanero-Schote kann bis zu 100.000 Scoville erreichen. 20 mal schärfer als Tabasco. Eine pure Schote hat eine ganz andere Art von Schärfe als zum Beispiel eine Soße. Das bekommt Sina schnell zu spüren. Oh. Okay. Also ich habe eigentlich kaum drauf gebissen und ich merke schon, dass es sehr scharf ist. Ich weiß nicht, ob ich das ganz schaffe. Gib's schon auf? Also schon ziemlich an der Grenze. Sina stößt an ihre Grenzen und gibt auf. Meine Chance. Wenn ich diese Schote aufesse, bin ich der klare Sieger. Und da ist es geschafft. Doch der Ehrgeiz hat mich gepackt. Ich will mehr, ich will es noch schärfer. Die Mad Dog Hot Sauce hat stolze 357.000 Scoville. Und hier ist auch für mich Schluss. Eigentlich wollten wir schon gehen, aber Dennis lässt uns nicht. Er will uns an die Grenzen treiben mit der schärfsten Chilischote der Welt. 1 Million Scoville. Sina ist sichtlich begeistert, nun bin ich an der Reihe. Der Respekt ist groß, aber da muss ich nun durch. Nee, das geht gar nicht. Das brennt wie Sau. Vor allem im Rachen. Was gut richtig will. Dennis Degner hat Erbarmen mit uns. Und dafür sind wir sichtlich dankbar. Das Pfefferhaus in Hannover ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Und für Chili-Liebhaber das reinste Schärfe-Paradies. Wie war's? Ja, also mein Mund, das geht wieder, aber mein Magen, den merke ich noch ganz schön. Echt Respekt. Ja, danke. Mein Magen krampft auch ordentlich. Das war, glaube ich, eine einmalige Sache. Uns hat's zwar Spaß gemacht, das mit dem Chili essen wird aber, wenn überhaupt, eher eine Hassliebe bleiben.